Infrarot. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies. Ich hoffe, die halten sich an ihr Versprechen und lassen sie jetzt gehen. Unsere Nation. Krass, dass beide es überlebt haben, ey, bei minus 40 Grad. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Oberbosse und ihre tollen Spielzeuge. Ich musste da jetzt raus. Mein Erbrochenes versaut sonst noch den Teppich. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Und es war richtig so. Ich glaube, die Menschheit braucht keinen dritten Weltkrieg. Was wirst du jetzt tun? Normales Leben. Gehen. An einen Ort ganz weit weg und versuchen, normal zu leben. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golfspiel. Ich habe noch nicht ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Akzeptieren wir. Versuchen wir es. Ich meine, wir haben ja vorhin beide gesagt, wir lieben uns und von daher. Ich werde einfach alles dafür tun, damit du glücklich wirst mit mir. Und das alles jetzt hier. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit. Ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe ein Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Na, sowas kann ich doch nicht ablehnen. Gut, wir sehen uns später. Los, komm, Jody. Nathan wartet. Okay. Können wir uns von ihm verabschieden? Ryan ist ein guter Kerl. Und ich glaube, er mag dich wirklich sehr. Ich weiß. Ich werde alles tun, damit es funktioniert. Ja, ich glaube, beiden brauchen wir erstmal nicht, oder? Weiß gar nicht. Sei denn, es passiert hier noch irgendwas Übles. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf.
bitte? Ich denke mal auch, wir sagen ihm jetzt, wir haben keinen Bock mehr und wollen einfach nur ein normales Leben führen. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Hat sein Versprechen gehalten. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. Alter, und 500.000 Dollar. Eieiei. Für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Das nehmen wir klar, nehmen wir das an. Danke. Geld schmeckt am Ende des Tages am besten. Ich meine, wir haben ja unser Leben mehrmals riskiert. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Ja, ich wusste, irgendwas kommt wieder. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum. Warum sie. Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Helen. Sie sehen aber ein bisschen anders aus als die, die sie immer gesehen hat. Da war sie ein bisschen älter. Ihr beide fehlt mir so sehr. Hat nur Verletzungen am Kopf. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. So schrecklich. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Jetzt lehnen wir ab. Mason, sie sind tot. Sie sind in der Infrawelt. Du kannst sie nicht zurückbringen. Tut mir leid. Ich kann das nicht tun. Ihre Stimmen sind verschwunden seit 15 Jahren. Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Dich. Ich bitte dich. Jody, tu das für mich. Ja, lass die Toten mal bei den Toten. Gib mir deine Hände. Sie macht's doch. Warum habe ich denn Nein gesagt? Sie hört aber auch gar nicht mehr. Ach.
wollen endlich gehen. Lasst uns los! Du lügst. Helen hat das nicht gesagt. Du warst das. Du hältst sie hier fest. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr. Du lügst. Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Nathan, ich weiß, was du fühlst. Du weißt überhaupt nichts von meinen Gefühlen. Gar nichts, verstehst du? Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Mann, ey. Mit der einen am Helm. Okay, ein bisschen verstehen kann ich es, deswegen auch mitfühlend, aber will die Wahrheit nicht hören. Ich würde nicht wundern, wenn er sich selber umbringt. Wahrscheinlich sogar die beste Variante jetzt mittlerweile. Oh, was geht denn jetzt ab? Oh, nicht schon wieder. Immer auf den Kopf. Hi, Jodie. Schön, Sie wiederzusehen. Dachte, ich bin frei. Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Ja, wie Sie es bei Ihrer Mutter genau gemacht dasselbe haben. Wie bei Ihrer Mutter. Ah. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jodie. Ich hoffe, Aiden kann ihr helfen. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Noch hat sie ein bisschen Bewusstsein. Dass das so endet, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir, Nathan. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon redest du bloß? Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Voll kaputt, der Typ. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jodie. Alles wird einfach perfekt sein. Alles wird gut ausgehen. Warum kann Aiden nicht helfen? Ach doch. Du schaffst das nicht, Aiden. Versuch
was anderes. Hol Hilfe. Schnell. Na, will ich ja aber. Ich sehe ja nichts. Vincent Nick. 3 Monate frei. Ah, da. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Hey, ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Merkt er das nicht oder will er das nicht merken? Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Ohne Job. Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Gut. Und jetzt? Hier lang. Dorthin. Okay, verstehe. Dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Ah, das sieht noch, wird noch mal spannend. Ich hoffe, wir schaffen es. Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Okay, Aiden. Schleust uns an ihm vorbei ein. Tisch 42, hallo? Hallo? Wir können. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke.
Schnell halten. Führ uns zu Jody. Gut. Und jetzt? Start! Jody ist hier? Jody! Zieh's raus! Alter, übel, Nathan. Übel, ey. Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Eindämmungsfeld. Gott, er hat's getan. Er hat's getan. Brauchst du Hilfe? Wiederhole. Verlass das Gebäude. Hier lang. Beeilung. Los, weg hier. Komm, los. Weg, los. Wir müssen hier raus. Hier lang. Also, ob wir das schaffen, sagt zu entkommen. Nein! Vielleicht ist es auch zu spät. Der Schild funktioniert nicht! Nur Sie können das noch stoppen! Dawkins ist wahnsinnig! Das Feld ist weg! Jetzt verjagen Sie diese gottverdammten Monster los! Ich sollte Sie töten, Chris. Aber das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie Sie. Gehen Sie mir aus dem Weg! Ja. Clayton! Sie werden mich sofort ausbringen, Clayton! Agent Clayton, das ist ein Befehl! Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden alle sterben! Selber schuld. Dies ist keine Übung. Bitte verlassen Sie umgehend das Gebäude. Wiederhole. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. Funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Beeilung! Die Zeit ist knapp! Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, lass das Militär bezahlen für den Mist. Und hoffen, dass das Schutzschild funktioniert. Jody, nicht! Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Aber wenn schon zu dritt. Ich wollte schon immer einen Helfer. Wiederhole. Verlassen Sie umgehend das Gebäude.
Okay, aber der kommt, kann Aiden hier auch nicht zu ihr durchdringen, die so ein Schutzfeld hat. Das ist clever, aber. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Toll. Sie wollten ein neues Leben anfangen. Die Zone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Aiden, wenn sie uns bemerken, sind wir tot. Kann ich da nichts machen? Noch nicht. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Dann los! Aiden hat nicht die Kraft, die irgendwie aufzuhalten, habe ich das Gefühl. Dramatischen Momente. Ich lasse dich hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Was er konnte. Okay. Alter, so eine fette Panzertür hier. Oh,
durch. Übel, übel. Schaffen. Ich habe keine Zeit mehr. Ich wollte ihm sagen, wie sehr ich liebe, aber ich konnte nicht. Hörst du das? Du darfst nicht hinhören. Geh weiter. Augen zu und durch, würde ich sagen. Aber geradeaus. Aber gleich mal da sein. Mein Baby. Ich suche mein Baby. Hast du es gesehen? Nein. Nein, ich... So ein Sturm, ob wir da überhaupt gegen ankommen. Helen! Nora! Ich kann sie nicht finden! Ich rufe sie, aber keiner kommt! Du hast dich verirrt, Nate! Wie all diese Seelen! Du kennst dich selbst nicht mehr durch deine Trauer! Deine Frau und Tochter sind tot! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Möglicherweise können wir das alles noch stoppen! Ich weiß, das ist nicht, was du willst! Ich weiß, das ist auch nicht das, was Helen und Laura gewollt hätten! Gut, dass wir an seinen Verstand appelliert haben. Ja, damit hätte ich ja eigentlich schon viel früher gerechnet. Ach, ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Naja, es ist ein schlechtes Signal irgendwie, wenn man Angehörigen verliert, sich dann selber umzubringen, damit man ihn wiederfindet. Nur du kannst das groß beenden, Jody. Gerade inspirierend. Du es für mich. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Nur weil er so gesponnen hat, muss sie jetzt drunter leiden und bei der Explosion wahrscheinlich sofort sterben.
echte Konzentration jetzt. Verfluchte Monster! Ohne Dämmungsgürtel wären wir tot! Was? Ganz sicher? Check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Denk nach! Mir muss was einfallen. Fuck. Hier. Nein, 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 was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Betasonne. Jetzt nimm das und tu es! Diese Dinger werden dich zerreißen! Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Ja, komm, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Bald haben wir alle Knöpfe durch. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Niemals ein falsches Sache. Das ist so eine Kissantikachi. Alter, ist das ein Kampf. Es ist gar nicht gewohnt, so auf die Knöpfe zu drücken. Ja, das ist eine Schlampe. Und eine Hexe dazu. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. So langsam mal ankommen. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, falsch ich soll die Finger. Richtig ärgern! Gib mir mein Kind zurück! Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Meinen Jungen! Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling! Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts mein für ihn Sohn. Tun. Ich will meinen das Sohn. Zwilling, also bis zum zweiten. Aiden. Aiden ist der erdrosselte Zwilling. Ah. Mein Bruder. Tot. Was? Aiden. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich hab dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Sich jetzt auch aufgelöst.
quasi jetzt endgültig gestorben. Das ist so eine Art Schutzkorridor, ne? Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jody. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Nee, Leben. Wir entscheiden uns fürs Leben. Wir haben so viel gekämpft in dem Spiel. Ich habe gedacht, wir werden endlich mal entlassen. Und können jetzt in der Freiheit leben. Vorhin noch drüber nachgedacht, ob die Explosion nicht über denen stattfindet, wenn man am Boden liegt. Scheint es echt überlebt zu haben. Wir leben. Aiden? Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Sie hat Aiden verloren. Aiden? Das hatte ich ja vorhin in der Wüste schon gedacht, dass es irgendwann wahrscheinlich so weit kommen wird, dass sie Aiden verliert oder so. Übel, aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Es sei denn, da kommt noch was. Das war die Beta-Sonne. Epilog. Was für schön da. Seitdem die Beta-Sonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt.
Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Aber auch verständlich. Briefkasten nicht mal cool, Fahne hoch, Briefkasten voll, Fahne runter, Briefkasten leer. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. So, Zoe. Nummer 3. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Okay, ich habe alles versucht. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber sie waren nicht stark genug. Sie halfen mir, als ich allein war. Als ich an nichts als ans Sterben dachte. Sie teilten das wenige, das sie hatten, ohne mich zu kennen oder zu urteilen. In meinem Herzen wusste ich, dass mein Platz dort ist. Oh mein Gott. Bei ihnen. Cool, er hat's geschafft. Eine schöne Wohnung. Stan hat kleinere Jimmy, Jobs hier und da. Kommt mal her. Jimmy geht wieder zur Schule. Er ist jetzt clean. Oh mein Gott. Tuesday arbeitet in der Bar und Walter kümmert sich um die kleine Zoe. Oh, haben's doch alle geschafft. Keine Millionäre, aber sie packen es. Oh Gott, das ist ein Wunder.
Sie wissen nicht, was mir passiert ist. Und sie fragen nicht. Sie lieben mich so, wie ich bin. Einfach eine verrückte Kleine, die mit Geistern spricht. Zoe nahm mich an, als würden wir uns schon immer kennen. Da ist etwas in ihren traurigen Augen und sie erinnern mich an das kleine Mädchen, das ich mal war. Ich wusste, dass sie anders ist von dem Moment an, als ich sie sah. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber wir beide wissen, dass wir etwas gemeinsam haben. Schöner Ausgang. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Nur eine kann die Welt retten, ein kleines Mädchen. Ich muss sie vorbereiten. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Wow. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Abgefahren. Oh mein Gott. I was so afraid I lost. There's no telling what we'll find down there. How much time do we have to come back? We have to self-destruct. We're not coming back. Das Game hatte doch mehr Spielzeit, als ich dachte. She's more than amazing. She's magnificent. Krass, geschafft. Unglaublich. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Lade die Teile noch auf YouTube hoch. Und dann ist das Kapitel der Beyond Two Souls auch abgeschlossen. Echt traurig eigentlich. Jetzt waren wir so in der Geschichte drin. Okay, dann machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Sag mal danke und mal sehen, was wir als nächstes zocken. So viele schöne neue Games. Series Sam 4, Mafia. Lass uns mal überraschen. Bis dahin.